Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Oder soll ich lieber sagen Mineplex? Ich weiß, Freunde, ich weiß, ich sag zwar falsch, aber für mich heißt das Ganze einfach Mineplex, weil ich es einfach mal so nenne. So, ja, heute nochmal eine Folge. Wir hatten ja gestern eine gemacht, aber da war noch nicht das Weihnachts-Update. Und heute kam das ganz einfach mal. Nichts angekündigt, das ist einfach gekommen. Da gab es auch kein Update oder so, Freunde. Also, steht rein, schaut euch die Lobby an, sie ist sehr schön dekoriert, muss ich sagen. Ich fand zwar zu Halloween war das Ganze besser und auch ein bisschen früher gekommen, denn es ist ein bisschen spät. Wir haben jetzt, wartet mal, lass mich mal kurz hier gucken, den 11.12., Freunde, und zu, sag mal, Halloween kam das doch ein bisschen früher raus, weil auch am PC, glaube ich, war das ein bisschen früher draußen. Es gibt jetzt auch noch nicht, ja, noch eigentlich keine Kisten, keine Aufgaben in der Lobby. Ich habe jetzt hier noch nichts entdeckt, was ich machen kann. Neuer Spielmodus habe ich bis jetzt eigentlich auch noch nicht gesehen. Da steht immer noch, kommt noch alles. Ja, ich weiß nicht, jetzt alles, was hier neu ist. Neue Kisten gibt es nicht. Neue Ränge gibt es leider auch nicht. Obwohl, da gehen wir mal kurz hin. Das müssen wir uns noch mal kurz angucken. Und zwar ist hier was Neues entstanden. Eine neue Position für einen neuen Rang. Es gibt da immer noch den Ritterrang, den Lordrang und hier noch den Nies. Das steht ja schon seit, Ewigkeiten steht da noch. Sollten wir uns mal irgendwas mal reinhauen. Ich frage mich, was das wird. Ich hoffe mal, dass man auch vielleicht mal irgendwann reinkriegt, wo du rumflattern kannst. Dann kannst du dir alles natürlich noch ein bisschen besser angucken. Aber so an sich haben wir noch keine Aufgaben gekriegt, was wir machen können. Zu Halloween gab es ja, sag ich mal, die Aufgabe, finde 200 leuchtende Kürbisse. Hier ist bislang erstmal noch nichts. Da bin ich mal gespannt, ob da was kommt. Denn berichte ich euch natürlich, wenn ich hier was entdecke. Beim Creeper können wir auch noch erstmal noch gar nichts machen. Naja. So, aber ansonsten würde ich sagen, suche ich mir jetzt hier irgendein Spiel raus. Ich glaube, das wird Skywars werden. Und ja, dann sehen wir uns gleich in Skywars wieder. So, los geht hier die erste Runde Skywars wie immer. Ja, aber heute wird es auch mehr so eine Quatsch-Quatsch-Runde wieder. So, aber jetzt hier einmal noch hier zu Mineplex hier zu Weihnachten. Ich habe jetzt wirklich auch nichts entdeckt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob jetzt bei irgendwelchen Karten irgendwas Weihnachtliches ist. Also so irgendwie so Weihnachtsmap, weil zu Halloween kam ja ganz schön viel raus, auch jetzt hier in PvP-Battle, da gab es auch ein paar Halloween-Karten, habe ich jetzt hier auch noch nicht entdeckt, ich habe ja jetzt auch noch nicht alle Spielmodus gemacht, vielleicht muss ich das auch mal machen, naja. So, aber ich versuche auch mal in Zukunft öfter mal so eine Folge zu machen, einfach mal eine Folge die Woche, sollte ich doch hinkriegen, das sollte ja nicht so schwer sein, dass man auch mal so ein bisschen reden kann, so was passiert hier so in der Woche oder ja, wie war der Tag oder was stehen für Projekte an oder irgendwie so, das sollte ich doch immer mal hinkriegen, weil ich hatte das eigentlich vorgehabt, aber oh Gott, ist ja schon wieder so lange her. Das von gestern zählt nicht so ganz, weil da gab es ja noch keine Weihnachts-Update, das habe ich mir eigentlich gewünscht, dass es früher kommt, aber naja, man kriegt ja nicht immer das, was man sich wünscht. Hier werden schon gleich die ersten wegen Hacking gebannt. Ich hätte mir gewünscht, dass ich hier auf meiner Insel irgendwas krieg, sage ich mal, wie Eisen oder sonstige Sachen, damit ich mir gleich Schwerter basteln kann, aber ich habe hier nichts. Ich habe Schuhe wieder umsonst mir doppelt gemacht. Egal. Wir brauchen Stöcker und dann machen wir uns erstmal ein Schwert und dann gehen wir schon mal gleich auf die Jagd. Ja, aber worum geht's eigentlich heute hier in der Folge? Eigentlich wieder so einfach nur so eine kleine Quatschrunde für ein Projekt. Da fange ich auch eigentlich gleich mal an. Ihr wisst ja, ich habe ja jetzt so langsam mir immer so ein kleines Projekt gemacht mit Hot- und Dog-Folgen. Denn Hot- und Dog-Folgen sind eigentlich sinnlose Folgen, die ich glaube, habt ihr schon alle so verstanden. Das sind da eigentlich Spaßfolgen, die ich ja früher mal gemacht habe. Eigentlich sind das jetzt nur eine andere Form davon. Ich weiß gar nicht, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, so aus meinem Namen so eine Serie zu machen. Keine Ahnung. Und da wollte ich auch noch viele, viele, viele Folgen mit denen drehen. Und da ist auch gleich immer so eine Frage an euch. Wenn ich jetzt... ich habe ihn noch. Und zwar gleich so eine Frage, ob ihr Ideen habt, was Hot und Doc so alles in ihren Folgen erleben können. Oder parodieren können oder... irgendwie sowas machen können, irgendwie Blödsinn machen können. Ich habe zwar noch ein paar Ideen, die ich gerne noch ausleben möchte. Auch die Woche kommt wieder eine Folge, wenn ich das hinkrieg, von Hot und Doc, wo sie auch das Gewinnspiel auflösen. Denn ich sag mal, Doc, der hat ja so ein kleines Gewinnspiel gemacht. Und alle, die daran teilgenommen haben, seid gespannt. Irgendeiner gewinnt das. Was war denn nochmal der Preis? Ich glaube, das war ein Stück legendäres Brot von Doc, was der irgendwie im Kühlschrank gefunden hatte. Und ja, das kann man ja gewinnen, ne? Also unbedingt einschalten. Ich glaube, die Folge wird Ende der Woche kommen, wenn ich Zeit dafür habe. Aber sie wird definitiv noch die Woche kommen. Ich glaube, hier hat sich einer hingebaut, oder? Oder war das den ich umgebracht habe?
Naja, gut. So, jetzt gucken wir erstmal. Warte mal, wir können uns ja hier erstmal ein Diaschwert machen. Und ich sehe gerade, hier werden wieder so... ein Diaschwert, ein Eigenschwert. Hier werden gerade wieder so viele gekickt wegen Hacking, ne? Ist ja unfassbar. Ob jetzt zur Weihnachtszeit wieder mehr Hacker aktiv sind? Naja. Wir werden uns auch noch am Ende der Folge noch einen kurzen Blick angucken, wie die Lobby so aussieht. Ich werde natürlich nicht komplett einmal überall lang gehen. Das mache ich nicht, denn du sollst ja selber auch ein bisschen da so rumgucken. Hier bei meinem... bei Miniplex. Was hätte ich richtig gesagt? Huiuiui, muss ich langsam aufpassen. Naja. Oh, hier sind Dias. Ist ja klar, dass ich die nicht krieg, ne? Schau, irgendwie... ja. Aber das Eisen gönnen wir uns, Freunde. Ich bin manchmal irgendwie so ein Farmer. Ich weiß irgendwie, wenn ich immer so spiele, dass ich farme, gewinne ich eigentlich nie. Aber irgendwie macht das irgendwie für mich doch ein bisschen mehr Spaß. Naja. So. Kommen wir hier noch hoch? Ja. Okay, wir gehen auch gleich zur Mitte. Keine Angst, hier wird noch gebettelt. Muss ich erstmal hier gucken. Ein Diaschwert wollte ich doch machen. Ein Diaschwert. So, aber jetzt geht es ja langsam mal auf hier in die Mitte. Wir wollen ja auch ein bisschen betteln uns. Ja. Gestern kam hier auch eine Folge, wer es gesehen hat. Wer nicht gesehen hat, mal kurz, so kurz reinschnuppern. Ansonsten verlinke ich dir das auch noch einmal unten in der Videobeschreibung. Da habe ich ja mit Play ein bisschen gespielt. Ich hoffe auch, dass er ein bisschen gefallen jetzt langsam kriegt hier an Mindplex oder... ups, habe ich jetzt Mindplex gesagt? Nein, Mineplex. Muss noch richtig bleiben. Ach, ihr bringt mich auch manchmal durcheinander, wenn ihr immer was schreibt. Aber ich finde es auch mal witzig, wenn Leute schreiben, das heißt nicht Mineplex, und dann schreiben sie Mineplex. Und ich weiß auch nicht, wie man das immer interpretieren soll, ne? Naja. Oh, Enderbären. Ja, aber gestern kam ja eine Folge mit Play. Und ich hoffe, er kriegt halt langsam Gefallen dran, denn alleine rumspielen, das sage ich mal immer, die Lobbys ist auch mal langweilig. Besonders auch mal Skywars, da gibt es ja auch Teams und hast nicht gesehen und ich bug hier gerade wieder. Ja, oh, jetzt geht's wieder. Ja, und ich hoffe mal, er kriegt langsam echt Gefallen dran, weil er ist ja eigentlich mehr immer in Minecraft nur der Rumbastler. Und ich werde hier, glaube ich, jetzt verlieren. Habe ich noch? Yep. Ja, er bastelt ja lieber immer mehr rum. Und ich hoffe, er findet langsam mehr Gefallen dran. Denn ich habe irgendwie auch dran Gefallen gefunden. Ich habe auch früher mal gedacht, so, ey, diese Spiele, das kann ja eigentlich gar keinen Spaß machen, oder doch? Naja, wir wussten es halt nie, weil wir es nicht spielen konnten. Aber mit der neuen Version alles möglich. Und der ärgert mich. So, eine weitere Runde. Skywars beginnt hier. Nach langer, langer Suche für ein neues Match. Denn ich glaube, jetzt durch dieses Weihnachten sind die Lobbys auch ein bisschen verbuggt. Oder es liegt daran, weil alle jetzt wieder spielen. Ich weiß es nicht. Ich bin komplett einmal wieder rausgeflogen, als ich neu suchen wollte. Aber egal. Ich habe es einfach mal nicht reingeschnitten, weil ich weiß nicht. Man möchte auch nicht, glaube ich, immer zu Bugs sehen, ne? Ich hatte irgendwie drei Sonnen und ich konnte durch Wände backen und... ach nee, das war voll komisch. Aber egal, so, Hauptsache, wir kommen wieder in ein Spiel rein. So, aber wo war denn das Thema? Man kommt irgendwie immer voll raus, wenn man so lange Schnittpausen macht. Da weiß ich gar nicht mehr, über was man gesprochen hat. Aber ich glaube, das war über die letzte Folge. Ja, da habe ich selber das erst gesehen, als ich das Ganze hochgeladen hatte. Und zwar am Anfang so ein Bildfehler. Das war da voll... düster oder keine Ahnung, wie das aussah. Das war, sah voll, ja, bescheiden sah das mal aus, sage ich mal ganz einfach mal. Und, ja, da habe ich mich voll erschrocken, weil ich hatte mir eigentlich beim Schneiden mir das Video nochmal angeguckt und da war alles in Ordnung. Dann lade ich hoch und dann ist mir der Fehler aufgefallen. Und wer mein Internet noch nicht kennt, das ist einfach mal, ich bin ja bei der guten alten Telekom und ich brauche für so eine normale Folge wie gestern gut über 3 Stunden, um das Ganze hochzuladen. Das ist echt... heftig, kann man schon fast sagen, ne? Ja, und ich bin auch immer so einer, wenn das Video für mich, sag ich mal, wenn es immer so für mich anruf, so fertig ist und ich habe da jetzt auf Anhieb ja keinen Fehler gesehen, dann lösche ich immer meine ganzen Videodateien und so, womit ich das halt gemacht habe und dann ist halt das immer weg und dann kann ich das nicht mehr zurückbearbeiten. Aber ich glaube, da sollte ich auch lieber mal doppelt nochmal raufgucken, weil das ist auch gestern nur passiert, weil ich mit Leuten in der Party war. Denn ich möchte auch nicht immer sagen, wenn ich jetzt, sage ich mal, auch mal noch so ein Video die Woche noch am Wochenende mal bringen möchte oder so, wenn man so Nein sagen zum Spielen und irgendwie war das so, da habe ich dann mit Play und noch 2 anderen gespielt. Was haben wir denn gespielt? Ich glaube, Warhammer oder so haben wir gezockt. Oder noch ein bisschen Minecraft auch noch. Und dann ist man immer so immer nebenbei beim Machen so für das Video, dass es fertig wird und dann zockst du immer noch so ein bisschen. Ich glaube, das muss ich mir abgewöhnen, weil dabei entstehen immer meistens Fehler. Weil man lässt sich ja dann ein bisschen ablenken mit den anderen, man quatscht dann noch oder man zockt noch ein bisschen. Und das sollte man dann echt, glaube ich, mal langsam abstellen, dass man wirklich dann sagt, hey Leute, jetzt bin ich eine halbe Stunde weg, jetzt mache ich erstmal das Video fertig, damit da kein Bildfehler drin ist oder so. Naja, so. Ja, so, ich glaube, hier ist alles geleert. Wir können eigentlich mal zur Mitte auf, weil ansonsten ist da irgendwie da einer voll OP und wir verlieren da wieder.
Was wollte ich mir jetzt machen? Das wollte ich mir machen. Und dann wollte ich noch mal kurz an die Werkbank ran. Also wenn wir ja hier nochmal sind, dann gehen wir nochmal an die Werkbank ran. Und ich habe den Dia gar nicht gesehen. Hat einer von euch den Dia gesehen? Ich nicht. So, nehmen wir mit alles. Alles mitnehmen. Warte mal, habe ich einen Helm? Ich habe einen Helm. Also machen wir uns mal Schuhe fertig hier. So, und auf zur Mitte. Weil ich will nicht, dass hier wieder irgendeiner schon wieder voll equipped ist. So. Ja, auf geht's zur Mitte. Aber ich werde, glaube ich, die Videos jetzt immer ein bisschen mehr beachten. Jetzt so beim Bauvideo ist das kein Problem. Da bin ich meistens eh immer in keiner Party drin. Aber jetzt lieber so ein Let's Play oder so, das mache ich manchmal dann doch immer noch in einer vollen Party. Und dann laberst du noch mit anderen und dann schnippelst du noch so am Ende. Und dann hoffst du, dass das Ganze hier ist fertig. Aber man hofft auch immer, dass da kein Fehler drin ist. Naja. Aber heute in der Folge wird kein Fehler drin sein. Da werde ich aufpassen. So, und wir sind, glaube ich, auch die Ersten in der Mitte. Das finde ich auch schön. Können wir noch ein paar Zombies eliminieren. Au. Und wir haben gewonnen. Ohne was großartig zu machen. Naja, eine längere Folge. Aber das reicht uns. So, ich bin ganz allein hier in der Sitzung. Was ist denn hier los? Oh. Wer das auch noch nicht gesehen hat hier bei Mineplex, kann ich auch mal gleich sagen hier. Wenn so ein Spiel zu Ende ist, das haben sie geändert. Ne? Jetzt musst du hier immer bestätigen, um die Punkte zu kriegen. Das war früher nicht so. Die hast du einfach so gekriegt. Naja. So, wir klingen mal zurück zur Lobby. Und, die verfolgt uns hier. Ja. So, aber an sich auch durch das Weihnachtsevent ist ja hier auch jetzt irgendwie nichts verändert so. Aber das haben sie auch zu Halloween eigentlich gar nicht gemacht, dass hier irgendwas verändert ist. Naja, auf zur Lobby! So, und da sind wir noch in der Lobby drin. Dann kommen wir auch schon langsam hier am Ende unserer Folge heute. Aber bevor ich sie beende, möchte ich euch noch so einen kleinen Tipp mitgeben. Weil ich wurde ein, zwei Mal gefragt, als die letzte Folge war. Das ist auch schon, ewig her. Da muss ich mich selber mal hauen dafür, dass ich immer so, ja weiß ich nicht, hinterherkomme, mal immer so eine Folge zu machen. Einfach mal eine Woche, das setzen wir uns immer ran. So, die Folge zählt mal für diese Woche, ich bin mal so frech. Und dann würde ich sagen, jede Woche kommt eine Folge Mineplex. Muss ich mir einfach mal in die Ohren schreiben, dass ich das einmal schaffe. So, aber vorab möchte ich euch noch einen kleinen Tipp geben. Und zwar, wir gehen einmal kurz ins Menü. Plupp, ins Menü. Weil es haben sich viele gefragt, wie man, sag ich, sich Mineplex auf Deutsch stellen kann. Und das ist eigentlich voll easy. Und zwar, man geht einfach hier zu Einstellungen. Also man drückt einmal hier den mittleren Knopf. Und dann kommst du gleich zur Sprache. Hast du es auf Englisch, steht dann natürlich noch Leech oder so. Ja, denke ich mal. Ah ne, warte mal. Ups, nochmal zurück. Wir müssen dann natürlich auf Leech einmal nochmal raufdrücken. So. Dann kann man hier natürlich dann wählen. Englisch, keine Ahnung, Deutsch dann natürlich. Und dann musst du dann natürlich auf Deutsch raufklicken. Und ist also auf Deutsch und fertig. Bei mir geht das natürlich nicht, weil ich schon habe und das war eigentlich alles. So, ich wollte diesen kleinen Tipp nochmal kurz mitgeben, weil viele sich gefragt haben, wie man das Ganze auf Deutsch stellen kann. Aber im Grunde ganz einfach und dann ist alles auf Deutsch. Jeder Spielmodus halt eigentlich so gut wie alles. So, dann gehen wir hier zurück zur Lobby. Und dann backe ich hier noch ein bisschen rum und dann sind wir schon hier. So, und dann war es das Ganze hier. Wenn noch Fragen sind zur Lobby oder wenn einer schon einen Tipp hat, was man hier machen kann, dann ab in die Kommentare mit. Dann gucken wir mal, was wir hier machen können. Bei Kisten, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Trick or... Ja, hier, also diese Halloween-Kisten hier. Ob das auch zu Weihnachten zählt, da weiß ich gar nicht. Weil ich muss dann mal gucken, wie man sich die denn erspielen kann. Oder kann man sich eine kaufen? Warte mal, gehen wir mal kurz hin. Ansonsten kaufen wir mal eine. Ich habe ja eigentlich genug Points übrig. Weiß gar nicht, ob ich mir kaufen kann. Kann ich mir eine kaufen? Nö, geht nicht. Okay. Also gibt es keine Weihnachtskisten. Mal gucken, ob vielleicht noch was kommt. Ich sag mal, wir haben ja wie gesagt den 11. Und vielleicht kommt noch irgendwas dazu. Denn zu Halloween war ja hier irgendwie der Pumpkin King da. Und vielleicht kommt ja noch der Santa hin. Aber wo der ist, naja, da müssen wir erstmal noch ein bisschen suchen. So, aber ansonsten war es das Ganze hier. Wir sehen uns in einer anderen Folge wieder. Es kommt heute auch noch eine Baufolge. Also keine Angst, also heute kommen zwei Folgen hoch. Und ja. So, aber ansonsten war es das Ganze hier. Wenn Fragen sind, wie immer, können Sie sie gerne noch in die Kommentare stellen. Ich werde sie da beantworten. Und dann sage ich nur eins und zwei, ich stelle mich safety hin. Hier schön beim Mineplex. Und dann sehen wir uns in einer anderen Folge wieder. Und dann haut's rein. Und tschüss.